Ich begrüße ganz herzlich zu diesem Gespräch heute in der Ausstellung Norbert Schwankowski, Some of My Secrets. Ich bin Eva Fischer-Hausdorf, Kuratorin hier für die moderne und zeitgenössische Kunst an der Kunsthalle Bremen. Und ich freue mich sehr, dass heute Horst Müller hier ist als mein Gesprächspartner. Horst Müller ist Künstler und ein langjähriger Künstlerkollege und Freund von Norbert Schwankowski gewesen. Horst Müller hat über die erste gemeinsame Ateliersituation mit Norbert Schwankowski auch ein ganz wunderbares Buch geschrieben, neben vielen anderen Büchern, in dem er eben diese Situation in der Kohlhöcker Straße 60a beschreibt, für die Leute, die das auch nochmal zum Nachlesen besonders interessiert. Heute soll es aber um eines der wunderbaren Bilder hier in der Ausstellung gehen, nämlich um das Bild Broken China, das man hier hinter uns sehen kann. Das Bild stammt aus dem Jahr 2003. Es ist eines der kleineren Formate. Wir haben auch viele große Formate von Norbert Schwankowski hier und es ging uns beiden auch ein bisschen darum, eben dieses ganz besonders schöne und vielsagende Bild besonders hervorzuheben in unserem Gespräch heute. Das Bild zeigt eine Vase mit Rissen. Der Titel ist Broken China, wie ich schon sagte, und das zeigt sich eben hier auch ganz wunderbar, eine ganz wichtige Vielschichtigkeit in vielen Bildern von Norbert Schwankowski, nämlich diese Verknüpfung von Darstellung und Titel. Broken China verweist ja der Titel zunächst vielleicht erstmal wirklich darauf, was da dargestellt ist, nämlich eben diese zerbrochene Vase, das zerbrochene Porzellan, aber der Titel verweist auch noch auf vieles Weitere. Horst, möchtest du vielleicht etwas dazu sagen? Welche Assoziationen löst dieser Titel noch aus? Ja, der Titel ist fast eine semantische Kippfigur. Er verweist also auf den Bildgegenstand als Porzellanartigen. Und zugleich verweist er auf China als das Herkunftsland des Kaolinbrennens. Kippfiguren findet man in Norbert Schwankowskis Bildern oft und häufig, gerade in der Art und Weise, wie er die Titel seinen Bildgegenständen zuordnet. Was dieses Bild aber besonders macht, ist die Art und Weise seiner malerischen Herstellung. Wie immer in vielen Bildern von Norbert Schwankowski ist auch hier die Malmaterie mit einem Rakel aufgetragen. Die Farbmaterie quillt über den Rand. Es entsteht ein glatter Bildhintergrund, der zunächst voll abstrakt ist und in den wird nass in nass die Vase eingetragen, die leicht durchscheinend ist, sodass also der Bildhintergrund sogar noch auftaucht. Die Risse, die in diesem Bild auftauchen, erinnern teilweise an Zweige. In die Risse ist ein Fleck eingetragen, also der etwas sonderbar ist und fast so etwas bildet wie ein Integral, wie ein Bildintegral. Von diesem Punkt aus nimmt man plötzlich das Bildgeschehen ganz anders wahr. Es erscheint plötzlich maskenartig, es entsteht ein Gesicht. Und die Risse sind ganz anders organisiert in dem Moment. Das waren jetzt schon sehr viele unterschiedliche Punkte, die ich vielleicht jetzt nach und nach noch mal kurz aufgreifen möchte. Das erste war eben diese wunderbare Ambivalenz zwischen der Darstellung der zerbrochenen Vase und aber eben diesem Verweis auf China als das Herkunftsland, wie du es gesagt hattest, eben des Porzellans. Das ist vielleicht bringt uns auf einen ganz wichtigen Punkt, nämlich der Einfluss, die Inspiration durch die Reisen, die Norbert Schwankowski eben auch getätigt hat. Er ist ja sehr viel eben durch die ganze Welt gereist, schon in einer frühen Zeit, aber dann auch später eben durch Ateliermöglichkeiten, die er in verschiedenen Ländern hatte. In dem Jahr 2003, als eben dieses Bild Broken China entstanden ist, war er ja zum Beispiel auch in Neuseeland, hatte dort eine Arbeitsmöglichkeit. Da kannst du, glaube ich, auch ein bisschen davon berichten. Ja, er ist befreundet gewesen also mit einem Lithografen in Neuseeland und dessen Frau, die ein Grafikstudio betrieb. Und die unterhielten dort ein kleines Künstlerretreat,
luden jeweils einen Künstler ein und es wurde über die Lithografiewerkstatt dann eine Mappe erstellt, die auch vor Ort ausgestellt und vertrieben wurde. Norbert ist zweimal dort gewesen. Das letzte Mal also auf dem Weg also zu einem Atelieraufenthalt und zu einem Stipendium in Australien, in Sydney. Und was du angesprochen hast, er ist nie auf dem chinesischen Festland gewesen. Einmal nach der ersten oder nach der dritten großen Indienreise ist er über Laos in Hongkong gewesen. Also Hongkong ist der einzige Punkt, damals noch britische Kronkolonie, wo er chinesischen Boden betreten hat. Das ist also wirklich ganz spannend. Also wir wissen sozusagen, dass er in Hongkong zum Beispiel war, aber er hat ja wirklich viele andere Möglichkeiten auch gehabt, sich eben mit der gerade auch asiatischen Kultur auseinanderzusetzen, nicht nur auf seinen Reisen, sondern auch durch natürlich auch das Studium der Kunstgeschichte, der asiatischen Kunstgeschichte, der Dinge, die er da sich angeeignet hat. Und was auch eben so ein sehr wichtiger Hinweis war, Horst, dieser Verweis auf die Risse in der Porzellanvase, die uns natürlich ganz klar auch erinnern sollen oder es eben auch tun an japanische Holzschnitte, eben an ganz feine Verästelungen, die wir aus der japanischen Kultur oder japanischen Kunst kennen. Und das sind eben ganz wunderbare, sehr feine Hinweise, die Schwonkowski eben in seiner Malerei geben kann. Und da wir eben und dadurch kommen wir eben auch wieder ganz klar auf so verschiedene Ebenen, die in diesem Bild angesprochen werden. Was du ansprichst, ist ein Verweis also auf eine Form des japanischen Holzschnitts, wie sie im Ukiyo-e betrieben worden ist. Und die geistige Ausrichtung der Künstler, die diese Farbholzschnitte gefertigt haben, also im 19. Jahrhundert, bezog sich also auf das Veränderliche des existenziellen Geschehens. Also die Welt wurde als eine fließende beschrieben, also alle Phänomene entstanden und verfielen wieder und der Moment des Plötzlichen wurde hervorgehoben. Das hat für Norbert Schwankowski oder diese Form der japanischen Ästhetik im Ukiyo-e hat für Norbert Schwankowski immer geistig eine große Rolle gespielt. Das finde ich wahnsinnig spannend und ich finde, das zeigt uns auch wieder, wie facettenreich und tiefgreifend tatsächlich eben die Malerei von Norbert Schwankowski ist. Gerade eben an diesem Beispiel, also diese vielleicht etwas unscheinbar wirkende, angebrochene Vase, dahinter verbirgt sich eben tatsächlich ein ganzer Kosmos an persönlichen Erinnerungen, die Schwankowski hier mit einfließen lässt und zugleich eben auch Ideen, philosophische Ideen, die auch noch da mit angeknüpft werden können. Was du sagst, würde ich so umschreiben. Also Schwankowski hat in seiner Malerei immer die Anreize gegeben, um einen offenen Deutungshorizont herzustellen, sodass man assoziativ immer weiter schreiten kann. Genau, und das würde ich vielleicht jetzt auch schon so als Schlusspunkt nehmen für unser kurzes Gespräch. Ich hoffe, dass wir anhand dieses wunderbaren kleinen Bildes einen sehr kurzen, aber intensiven Einblick geben konnten in diese wunderbare Kunst von Norbert Schwankowski und wir hoffen natürlich auch an diesem Punkt nochmal, muss ich das ausdrücken, dass wir bald diese Ausstellung auch einer breiten Öffentlichkeit eben zeigen können. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir, Horst, bedanken, dass du gerade auch in diesen schweren Zeiten, komplizierten Zeiten den Weg in die Kunsthalle gefunden hast und mit mir gesprochen hast und ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Danke, Eva.